Jo, ich grüße euch. Wir sind mal wieder da, wir sind mal wieder draußen. Und ihr seht es vielleicht schon an der Kleidung, das Wetter ist heute nicht wirklich das Idealste. Aber für das, was wir hier gerade machen wollen, ist es ideal. Denn wir haben zwei neue Tabs im Programm. Die möchte ich euch jetzt zeigen, weil gibt es ein bisschen neue Details dran. Generell, es sind zwei Tabs, die unsere Serie der Reflective Tabs erweitern. Und zwar, was ihr euch schon vor Jahren gewünscht habt, war unser Rescue Tab, das hier nur in Orange erhältlich war, auch in Oliv anzubieten. Das haben wir jetzt gemacht. Und als wir das Reflective Bivy Tab herausgebracht haben, haben viele von euch gesagt, ja, das ist schön, aber das ist mir zu klein. Könnt ihr nicht auch das Ranger 2 in der Größe machen? Haben wir gemacht. Aber dadurch, dass das ein etwas anderes Material als unser Silnylon ist, mussten wir ein paar andere Detaillösungen bringen. Und ja, die würde ich euch jetzt ganz gern zeigen und euch außerdem zeigen, wie sich die Sachen hier draußen machen. Deswegen schlüpfe ich jetzt mal hinter die Kamera und werde mobil und zeige euch die zwei Tabs. Bis gleich. Ja, hier sind wir jetzt beim aufgebauten Ranger 2 Reflective. Und was ihr jetzt hier seht, mal abgesehen von der dunklen Natolivenfarbe, ihr seht hier, die üblichen Schlaufen haben so kleine Ecken. Hintergrund ist, das Material ist ein bisschen dicker, ist ein bisschen schwerer. Und deswegen haben wir uns entschlossen, hier den Bereich mit Hyperlon zu verstärken. Das ist bekannt aus der Herstellung von Plattenträgern oder auch anderer taktischer Ausrüstung. Manche sagen einfach dazu LKW-Planmaterial. Das ist wirklich so. Wir haben unten eine normale Verstärkung in der Schlaufe und wir haben zusätzlich noch die Hyperlon-Verstärkung, wo die Schlaufe direkt angenäht ist. Das sollte also auch stärkeren Wind, stärkerem Ziehen ohne Probleme standhalten. Wir haben die Tabs natürlich auch bei Live-Bedingungen getestet und wir hatten keinerlei Ausfälle, auch bei miesem Wetter. Dadurch bedingt, durch diese robustere Ausführung, kommt auch ein leicht höheres Gewicht des Tabs zustande. Man muss aber immer noch dazu sagen, es ist ein zweiseitig beschichtetes Tab. Die Außenseite ist wasserdicht beschichtet, die Unterseite ist reflektierend beschichtet. Da kann man leider nicht mehr mit Leichtgewicht arbeiten. Dennoch, man hat hier die übliche Ranger 2 Größe von 285 x 285 cm. Das heißt, man hat unter diesem Tab auch entsprechend Platz. Das heißt, für das Gewicht, was man trägt, hat man auch wirklich Komfort. Und was man jetzt hier eben sieht, ist die reflektierende Beschichtung. Interessanterweise schaut man jetzt nach drüben. Das Tab strahlt nicht wirklich. Die reflektierende Beschichtung ist nicht reflektierend glänzend. Das heißt, man fällt damit auch im Freien nicht auf wie ein bunter Hund. Das ist jetzt einer der Punkte, was ich euch beim Ranger 2 zeigen wollte. Weiß jetzt leider nicht, wie gut man es sieht, aber hier unten seht ihr auch die Nahtverschweißung. Wir haben bei den Reflective Tabs, also hier, nicht mehr auf PU-Verschweißung gesetzt, sondern das Ranger 2 Reflective hat eine PTFE, das heißt Teflonbandverschweißung. Das heißt, hier wird wirklich ein beschichtetes Gewebeband aufgeschweißt. Das ist deutlich haltbarer, deutlich robuster und deutlich unempfindlicher als PU-Verschweißung. Schlägt sich leider Gottes natürlich auch im Preis nieder, aber damit hat man dann wirklich ein Tab, das man über viele Jahre hat und das auch über viele Jahre dicht bleibt. Ja, und hier haben wir das Reflective Rescue Tab. Eben in seiner, sag jetzt mal, Königsdisziplin als kleiner Unterstand aufgebaut. Das ist ja wie alle anderen Tabs, die wir im Shop haben, in dieser Größe aus einem Stück geschnitten. Das heißt, hat keine Mittelnähte, kann nie undicht werden. Ist aus dem gleichen Material wie das große. Man sieht auch hier die reflektierende Innenschicht. Und es bietet halt Platz für eine Person. Der Vorteil ist hier einfach das Packmaß. Es ist absolut klein zu verpacken. Und wir haben bei allen Tabs der Reflective-Serie neue Schlaufen verbaut. Die zeige ich euch jetzt mal.
was man hier jetzt sieht, habe ich jetzt absichtlich so gemacht, damit ich es schnell abmachen kann. Das sind die neuen Schlaufen. Wir haben ja relativ leichte Schlaufen bei unseren anderen Tabs. Moment, wir müssen mal das Wasser ablaufen. So, wir haben relativ leichte Schlaufen bei unseren anderen Tabs. Diese Schlaufen bei den Reflective Tabs sind extrem dick, extrem fest und extrem robust. Sie sind mit 3 Riegelnähten vernäht und von der Stärke normalerweise völlig ausreichend, um auch an Rettungsgeschirr oder an Molle-Systemen als Palsschlaufen verwendet zu werden. Also bevor euch diese Schlaufen ausreißen, fliegt euch das ganze Tab weg. Das ist die zweite große Neuerung bei den Tabs. Und ja, generell muss man einfach zu den Tabs sagen, das sind wirklich Gebrauchstabs für täglichen Gebrauch. Sie sind nicht ultraleicht, damit muss man leben, aber sie sind auf jeden Fall leichter als Zeltbahnen, als Bundeswehrponchos oder ja, Baumarktplan. Wobei, ich würde fast sagen, mit der Baumarktplane halten sie sich ungefähr die Waage vom Gewicht. Aber vom Packmaß sind unsere Tabs eben einfach immer noch kompakter. Und wie gesagt, wer auf leichte Ausrüstung gehen will, der kann auf unsere Silnylon-Tabs gehen. Die wiegen deutlich weniger, haben aber eben auch deutlich weniger Material, damit eben nicht so viele Ressourcen, wenn es mal heftig wird vom Wetter. Und von der Robustheit her sind das einfach die stabilsten Tabs, was wir hier haben. Und muss auch sagen, ich verwende das Material, diese Tabs habe ich jetzt über ein Jahr verwendet, bevor wir sie in den Shop genommen haben. Ich hatte 0 Ausfälle damit. Ich bin absolut zufrieden und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht wirklich 20, 30, 40 Kilometer laufen muss, dann nehme ich die bei 100 Gramm Gewicht gerne mehr mit, weil ich einfach weiß, am nächsten Morgen bin ich immer noch trocken. Ja, das wäre es jetzt mit den neuen Features. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. So, das ist jetzt auch mal das Experiment, ob unser neues Funkmikro gut funktioniert. Ich bin jetzt mal ein bisschen weggegangen. Ihr seht hier das Rescue-Tab und hinter mir ist das Ranger 2 Reflective aufgebaut. Ihr seht, im Großen und Ganzen seht ihr wahrscheinlich nicht mehr allzu viel, denn das Tab passt sich ganz gut ins Gelände ein. Und wie alle Tabs unserer Reflective-Serie ist es auch ohne Probleme möglich, diese Tabs mit Abtanfarbe, sei es normal kommerziell gekaufte oder unsere Begari-Farbe, zusätzlich abzutarnen, ein Tarnmuster anzubringen und sie der Umgebung anzupassen. Von dieser Oberfläche perlt die Farbe nicht ab, im Gegensatz zur Silikonbeschichtung der Ripstop-Tabs. Und deswegen könnt ihr bei diesen Tabs auch jederzeit individuell nachtarnen. Ja, ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch unsere Tabs nochmal näher bringen. Und wir sehen uns demnächst. Macht's gut.